Siegreich sind wir zurückgekehrt! Von der Spitze des heiligen Berges Regen, jenes Berges, auf dessen Gipfel der Prüfungsschrein eine sehr wertvolle Prüfung für uns bereitgehalten hatte, durch deren Bestehen wir nun endlich Besitzer der legendären Waffe sind, die einstmals den lange währenden Krieg über dieser Welt hat beenden können. Das ist letztendlich lediglich eine sonderbare Kiste, die wir öffnen sollen, und zwar im Angesicht der riesigen Kreatur, ja, die unsere Welt bedroht, den Gigantodragon. Und in diesem Sinne, meine lieben Freunde, begrüße ich euch recht herzlich zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Heroes 2 Hutageno Toyogeno Wadi. Unsere Mission ist klar, ich gucke noch einmal ins Menü, da steht sie, wir sollen in den großen Canyon ins Tal zurückkehren, wo die Bestie schon auf uns wartet, wo sie versucht, durch das Geröll sich durchzubahnen, um die Welt weiter in Aufruhr zu bringen. Aber das wird sie nicht mehr tun, denn wir werden nun kommen und ihr letztendlich nun Einhalt gewähren. Und deshalb muss ich mal ganz kurz gucken. Müssen wir noch irgendwas machen? Wir müssen uns gar nicht mehr groß ausrüsten. Wir müssen einfach nur ins Menü gehen, Lula anwählen und da zurückeilen. Moment, können wir da nicht direkt uns rein teleportieren? Anscheinend nicht. Dann halt hier, komm, zack. In dem Weg, der dort vorgelagert ist, da zaubern wir uns jetzt ganz geschwind durch den Ladescreen hin, meine lieben Freunde. Und dann schauen wir mal, wie es storymäßig hier weitergeht. Und ich bin wirklich ganz gespannt, was das für eine mysteriöse Kiste sein mag. So, jedenfalls, wir sehen jetzt oben rechts die Karte. Einen kurzen Steilhangpfad müssen wir jetzt noch bestreiten, um an unserem Ziel anzukommen. Und bis dahin scheinen sich hier auch noch ein paar Monster zu tummeln. Aber das ist gar nicht mal so schlecht, damit wir uns hier schön nochmal aufwärmen können. Ha. Wir wollen ja auch nicht einrosten nach dem ganzen Gemache hier. Komm her. Jetzt reicht's mir aber hier. Nochmal richtig treffen, oder? Genau. Das machen wir jetzt auch. Uah! Sehr gut. Ja, du kannst mal ein bisschen rumtanzen, während die Männer die Arbeit hier machen. So. Da kriegst du noch ein paar Hiebe ab. Kriegen wir ihn noch eingefroren. Schicken wir ihn in die Eiszeit zurück. Genauso wollte ich das haben. Erledigen wir ihn noch gleich mal. Jawohl. So, seine Zauberkraft ist versiegelt, aber Angelo ist noch lange nicht besiegt. So, tanzt du mal. Und währenddessen legt Razel hier nochmal ein bisschen nach. Aua. Okay. Ihr wollt also die grobe Tour hier entfesseln. Könnt ihr haben. Toyotari. Und da ist der erste Dino gefallen. Ne, das heute auch. Zugleich, na sowas. Okay, gut. Das soll reichen. Ja, wir wollen ja unsere Kräfte auch ein bisschen aufsparen. So. Deshalb, loten wir die mal aus. Laufen einfach mal rum. Hier braucht noch jemand unsere Hilfe. Da wollen wir natürlich hilfreich zur Seite stehen. Und den armen Mann hier retten, indem wir die Dinosaurier ausschalten. Und wir müssen langsam mal unsere Freundin Tedeschi hier wieder ins Spiel holen. Die haben wir ja so ein bisschen auf die lange Bank geschoben, die arme Frau. Weil sie ja aufgrund ihres Klassenwechsels nicht mehr die beste Kriegerin dargestellt hat. Aber das werden wir, würde ich mal sagen, machen, sobald wir die große Bestie hier aus dem Tal getilgt haben und wieder ein bisschen freie Bahn haben, ja, dann retten wir sie auch zugleich, indem wir ihre Klasse wechseln und sie mal wieder tauglich machen. Ein bisschen auffrischen, die gute Tedeschia. Aber wie gesagt, das machen wir noch. Jetzt wollen wir erstmal dem armen Soldaten helfen. Oh, da hinten ist ein Metal Slime. Da muss ich mal ganz kurz hinkommen. Da ist er, den muss ich doch gleich mal erledigen. Ich will Erfahrungspunkte haben. So, haben wir ihn erwischt? Ich glaube ja. Ich glaube, wir haben ihn tatsächlich erwischt. Ich sehe ihn zumindest nicht mehr.
Okay, gut. Uah. Das war jetzt aber fies. Komm. Hilf mir mal, mein Freund. Und wir machen jetzt mal wirklich ganz schnell kurz einen Prozess. Denn viel mehr Zeit bleibt uns, denke ich mal, auch nicht. Denn irgendwann muss sich der Gigant ja auch mal den Weg durch den Geröllhaufen gebahnt haben. Mit dem uns ja der König von Odenka im Austausch für sein Leben ein wenig Zeit gesichert hat. So. Der Dino ist gefallen. Wir nehmen ihn mal mit. Bringt uns zwar jetzt nicht mehr wirklich viel, aber ist ja auch egal. So. Als nächstes erwartet uns eine Battle Stage. Und wir sind jetzt schon ganz, ganz gespannt, wie die aussehen wird. Und jetzt steht nochmal ganz kurz als Beschreibung. Wir haben die Prüfung überstanden und nun ist es soweit, dass wir endlich die legendäre Waffe in unsere Hände, in unseren Händen halten. Und jetzt können wir anscheinend auch den Gigant Dragon besiegen, an dem wir uns ja zuvor die Zähne ausgebissen hatten. Also sollen wir ganz schnell hier zurückkehren und nun endlich handeln. Und das machen wir zugleich, indem wir hier reinstarten. Und laden natürlich nicht vergessen. Das ist immer ganz wichtig, dass man nochmal ordentlich hier doppelt und dreifach rüberlädt. Aber dann wird's auch richtig gut. Grundgütiger! Die legendäre Waffe ist also ein Atlas in Münzform, oder wie soll ich das verstehen? Auch nicht schlecht, muss man schon mal sagen. Ja, das sieht mir doch als tatkräftiger Unterstützer, sieht man sowas gerne an unserer Seite. Jedenfalls sagt jetzt hier der König von Sebion, spricht wie folgt: Was in aller Welt? Hierbei handelt es sich also um die legendäre Waffe? Das ist doch der Gigant Atlas! Meine Güte, er ist ein legendäres Monster, der eine ungeheure Kraft in sich bergen soll, spricht hier die Königin von Kletzia. Also, anscheinend können wir ihn nun steuern und mit ihm können wir die Monster, die vor uns liegen, diese Monsterhorde, und auch den Gigant Dragon aus dem Weg schaffen. Das ist also ein Henshin-Type-Monster. Können wir den jetzt steuern? Tatsächlich, wir können ihn steuern. Atlas gegen den Gigant Dragon ist unsere Mission. Und wir sehen, unten links haben wir ein paar Befehle, wie den, den ich jetzt gerade betätigt habe. Das ist Quadrat, ein Schlag. Oh, hier ein heftiger Schrei. Und ein Kick auf Kreis. Auch mal versuchen, zack. Wir müssen natürlich aufpassen, wir haben lediglich 30.000 Energie. Das mag jetzt viel klingen, aber wir haben auch viele Gegner vor uns. Vor allem viele große Gegner, wie wir alle sehen. Lass mich mal hier in Ruhe, nicht von hinten angreifen. Boah, wie viele Gegner hier kommen. Guckt euch das mal an. Riesengroße Statuen. Links hier ganz viele Uncle Horns. Schrei lieber noch ein bisschen mal. Wir können auch verteidigen mit einem Druck auf die L1-Taste, sehe ich hier gerade. Da können wir dann größere und schwerere Attacken abwehren. Aber ich bleibe erstmal dabei, dass wir die Gegner um uns herum totbrüllen. Und vielleicht auch nochmal hier kicken. Komm. Oh! Jetzt verschwindet! Aus meiner Sichtweite. Ich will zum Gigant Dragon. Das ist ja letztendlich meine Mission, ihn hier zum Fall zu bringen. Ach, schwindet. Hier will ich hin. Da wartet mein wahrer Feind. Nicht diese
läppischen Statuen, die hier vor mir stehen. Noch ein Stück weiter. Oh, jetzt reicht's mir aber mit euch hier. Moment, ich muss mal ganz kurz einmal hier noch klar Schiff machen. Jetzt habe ich aber wirklich genug. Jetzt habe ich aber wirklich genug von euch. Jawohl. Die sollen mir nicht weiter folgen. So, kommst du da jetzt runter oder muss ich dich runterholen? Was ist los? Da, es scheint seine Energieanzeige. Jetzt verpule ich ihn mal ein. Und erwische ihn nicht? Kann ich ihn anschreien? Anscheinend noch nicht. Ich muss wahrscheinlich erst mich um die kleinen Handlanger von ihm kümmern hier. Bevor ich den Boss höchstpersönlich gegenüberstehen darf. Na gut, dann machen wir es halt so. Auch kein Problem. Boah, das war echt sehr heftig. Stellt euch mal vor, wir müssten gegen diese Horde an Gegnern in unserer gewöhnlichen Form antreten. Ich glaube, das wäre eine saftige Niederlage für uns. Zumindest, wenn wir alleine wären. Also mit Internetunterstützung könnte ich mir vorstellen, dass wir es schaffen würden. Aber so ist das... Ah, es ist ja heftig. Jetzt fliehen die Monster. Und ich bin bereit für den wahren Kampf. Die Stärke der Gegner scheint geschwächt worden zu sein. Übrig bleibt somit nur noch die gigantische Bestie hier, sagt der König von Sebion. Oha, jetzt steht sie uns gegenüber. Der Kampf kann also beginnen. So, es ist das Treffen der beiden Giganten. Und wir müssen sie nun vernichten. Ein Kampf zweier Monster, gigantischer Monster. Und die feuern mich natürlich jetzt an. Oha. Wir müssen also jetzt... Romilon sagt, wir müssen die Angriffe des Gigant-Dragon abwehren. Das ist ganz wichtig. Ah, nein, aber das Timing stimmt bei uns noch nicht. Verdammt, das haben wir natürlich einen Nachteil. Stirb, du Drecksteil. Greif an, greif an. Greif an, jawohl. Abwehren und zuschlagen. Und das vielleicht sogar zweimal. Wir sind natürlich jetzt ein bisschen in Verzug. Achso, wenn er abwehrt, dürfen wir nicht angreifen, weil sonst werden wir zurückgeworfen, sagt Romilon. Wir sollen dann uns ein bisschen zurückziehen und dann verzögert angreifen, sagt Romilon. So. Abwehren und dann zuschlagen. Dann ist er nämlich geschwächt, wie ihr seht. Und ich kann wieder aufholen ein bisschen. Gucken, was jetzt kommt. Was ist sein nächster Zug? Angriff, also Verteidigung. Und wir schlagen zu. Hauen dem ollen Krokodil ordentlich einen auf den Kopf. Was folgt? Ein Angriff, eindeutig. Wir wehren ab und schlagen zu. Komm. Oh, nimm das! Und nochmal schaffen wir. Komm, wir schaffen es nochmal. Was macht er jetzt? Ein Angriff folgt und nun sollten wir es beenden können. Also, los! Da hast du! Und noch ein Kick in die Weichteile. Und das war der Kampf gegen den Gigadragon.
Da kann man sich auch wirklich mal freuen. Wir haben es geschafft. Das war's schon. Na, das ging jetzt aber fix. Ja? Also das ging schneller, als ich erwartet hätte, dass wir den Gigant-Dragon hier so schnell schlagen. Und es erwartet uns schon der nächste Kampf, meine lieben Leute. Und ich überlege gerade, die Folge ist jetzt nicht wirklich lang. Ne? Aber ein Sinnabschnitt wurde beendet. Ich könnte nun in die nächste Schlacht starten, aber das könnte ein größerer Kraftakt werden. Was ich jetzt mache, das ist ein taktischer Zug. Ich gehe einmal kurz zurück. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein kleiner Cut in der Story. Ich hoffe, den verzeiht ihr mir. Aber es gibt noch andere Dinge, die wir zu tun haben. Und die wir nun auch tun werden. Und vorerst ist der Gigant Dragon besiegt. Das ist schon mal kein schlechtes Unterfangen. Allerdings, liebe Leute, wird der noch, der Geschlagene noch ein wenig auf uns warten müssen, beziehungsweise der König von Dadal, den wir auch noch nicht besiegt haben. Was ich jetzt unbedingt nochmal machen wollte, ist hier unsere Freundin Teleshia mit ins Team nehmen. Wollte ich schon die ganze Zeit gemacht haben. Und dann gehe ich nochmal so vor, dass ich die mit reinnehme. Und nochmal kurz zum Klassenwechsel schreite und Teleshia jetzt einfach mal wieder zurück auf die Spur hole, ja. Weil das ist ja nicht zu ertragen. Problem ist nur, dass sie jetzt relativ geschwächt ist, weil wir einfach sie zu lange als Zaubererin aufs Feld geschickt haben. Und selbst in der Kriegerklasse ist sie lediglich Level 10, was sehr, sehr, sehr erbärmlich ist. Wir könnten jetzt sie vielleicht zur Kämpferin ausbilden oder zur Mönchsdame. Dann kann die vielleicht besser heilen. Oder letztendlich zu Diebin. Ich denke, vielleicht ist es nicht schlecht, sie als Mönch hochzupreisen und sie zur Heilerin zu machen. Dann haben wir nämlich noch eine unabhängige Heilerin in Form von Teleshia und können letztendlich sie statt Minea mitnehmen. Wäre ein Versuch wert. Sie ist dann am Anfang ganz schön schwach, ich weiß. Aber die kann erstarkt werden, noch, ja? Also, wir haben jetzt tatsächlich einen Level 1 Charakter dabei. Allerdings könnten wir sie natürlich so auch beiseite lassen, weil die steigt ja auch so dein Level, nicht wahr? Oder? Also wenn sie nicht im Team ist, steigt sie auch Level. Jedenfalls schauen wir mal kurz. Ich will die nochmal ausrüsten. Ja, ja, komm. Kaufen wir gleich mal den teuersten Orb überhaupt. So, zack. Und stärken sie so einfach noch ein bisschen. Huch. Will ich nicht machen. Gucken nochmal, was waffentechnisch jetzt zu tun ist. Können wir nämlich hier die Lanze des Heiligen können wir ihr geben. Und da sieht sie doch schon mal ganz gut aus. Und was wir jetzt zu tun haben, liebe Leute, ist sie zu stärken. Und zwar auf dem Felde. Und das wollte ich jetzt zum Ende dieser Folge noch machen, bevor wir in der nächsten Folge natürlich storytechnisch machen. Das verspreche ich euch. Also keine Sorge. Und die nächste Folge, die kommt bald. Ihr müsst da nicht zu lange warten. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Und das Gute ist, wenn wir jetzt hier noch ein paar Quests machen, dann kriegen wir natürlich auch noch ein paar zusätzliche Errungenschaften, die uns im Kampf dann fortan weiterhelfen. Wie hier zum Beispiel neue Waffen, wenn wir dem alten Fürsten hier helfen. Oder hier der guten Nonne. Die will uns dann nämlich wahrscheinlich auch noch mehr Slots für unsere Homie Stones geben. Deshalb spreche ich einfach mal mit der, beziehungsweise nehme ihre Quest an. Denn die gute Dame aus der Kirche sagt, dass wir hier Homiestein Besitzer sind. Und da gibt's natürlich, die bergen noch mehr Möglichkeiten für uns. Und ja, es scheint zu sein, dass auf der Wüstenebene von Lao, ja, da ist so ein Onkel Horn, ja, der, den müssen wir wahrscheinlich jetzt besiegen und dort diesen Heilkristall von ihm holen und ihr dann geben, damit sie dort die Kräfte rausziehen kann. Unsere Mission ist es dementsprechend, Onkel Horn zu besiegen und dort dann diesen Heilkristall zu holen. Das nehme ich mal an. Und dann rüsten wir uns für die nächste Battle-Mission. Also Battle-Kampf-Mission, nicht Battle, nicht, dass wir da jetzt hier Almosen erfahren. Nein, 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 wir kämpfen. Ne? Und dafür müssen wir jetzt auch diese Mission noch annehmen. Warte mal, wie viel brauchen wir?
Zwei Stück haben wir. Da können wir ja schon abschließen, ja? Da können wir noch gleich die. Können wir noch gleich hier schon fertig machen. Das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Guck hier, zack. Haben wir schon erledigt. Für den Schmied. Dann kriegen wir vielleicht sogar neue Waffen. Hat sich ja doch gelohnt, jetzt nochmal vorzeitig zurückzukehren. So, zack, clear. Jawohl, können wir denn noch was annehmen? Hier, was will er denn nochmal? Die Quest haben wir gleich schon mal gesehen gehabt. Ach so, hier sollen wir ein paar wandelnde Eisstatuen zerstören. Und zwar das im Rahmen von 35 Minuten lediglich. Ach so, ist aber nur eine davon. Okay, die können wir auch annehmen, aber ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen riskant, wenn wir jetzt in so eine Kampfmission starten mit unserer Level 1 Teleshia. Was will er? Ach so, und wir sollen hier gegen einen Battle Rex kämpfen, und zwar mit einem Magier, einer Zauberin in unserem Team. Gut, dass wir gerade gewechselt haben. Und hier ist ein Edelsteinsammler. Und der sammelt, möchte, dass wir schöne Steine in dem Lavagebiet der Wüstenebene da von Lao, also der Totenebene von Lao, sammeln. Und zwar einen als Flammenfragment bezeichneten schönen Stein. Und er kann die dann wahrscheinlich schön weiterverarbeiten. Da sollen wir nämlich auf der Ebene, ja genau, da sollen wir diesen Steinsplitter finden, dieses Fragment. Und damit verbessert er dann wahrscheinlich uns auch. Und ja, diesen Felsen müssen wir dann mitnehmen. Und das heißt, wir können ja nicht dashen, jumpen. Also das ist wieder so eine Tragemission, wie damals mit dem Ei. Und so weiter und so fort. Was ist mit ihm hier? Was will er? Der Soldat aus Kretia. Er möchte, dass wir innerhalb von 5 Minuten 25 Hammerträger besiegen. Aha, okay. Und das im Wald von Rosas. Schaffen wir das? Wir versuchen es mal, ja? Innerhalb von 5 Minuten. Das könnte knifflig werden. Jetzt haben wir mal 2 Quests angenommen, um die wir uns vielleicht nochmal kümmern wollen. Darf ich mich denn dahin lulern in den Wald? Ich denke schon. Wir haben jetzt nur noch 5 Minuten. Wo ist er denn? Da. Da sollen wir rein und da sollen wir jetzt Hammerträger besiegen. Und ich hoffe, dass unsere Freundin Teleshia dabei schön Level steigt, während wir das tun. Und wir zugleich dann auch unsere Quests nach und nach abschließen, um dann in der nächsten Mission, beziehungsweise in der nächsten Folge, die nächste Mission anzunehmen. Genau so ist es. So, da vorne sehe ich doch schon ein paar Hammerträger rumhampeln. Ich beeile mich mal ein bisschen. Kommt mal her. Ihr sollt sterben. Guck mal, die hauen schon ab. Die haben schon Angst vor uns. Oh, 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 oh. Wollte ich gerade sagen, heil mal lieber hier. Teleshia ist natürlich ein bisschen gefährdet jetzt. Aber sie steigt auch dementsprechend jetzt schnell Level. So. Eine Bedrohung sehe ich jetzt hier in dem Form des Königsschleims. Schleimkönigs, weil wenn der einmal auf Teleshia hüpft, ist sie schon gleich tot. So. Verschwindest jetzt mal bitte. Ich habe eine Mission zu erledigen. Ich glaube, ich muss mich mehr beeilen. Da vorne sind noch ein paar hammerschwingende Monster, die ich mal ganz schnell vernichten werde. So. Das könnten echt ganz schön schwere Missionen sein, ne? Weil 35 ist schon eine deftige Zahl. Also muss ich mich echt ein bisschen mehr ins Zeug legen. Stirb! Komm, stirb! Jawohl. Zerlegt die Kleinen mal. Da ist noch einer. Ich brauche größere Horden. Wenn ich hier nur Vereinzelte besiege, das schaffe ich doch nicht. Aua. Ich schau mal hier vorne nach. Vielleicht sind hier auch noch welche.
Jawohl. Da haben wir ein paar mehr. Da lohnt sich das schon richtig hier. Und auch wenn ich da hinten einen Metallschleim rumhuschen sehe, ich kümmere mich jetzt lieber mal um meine Quest. Damit ich das auch schaffe. Kommt her, ihr! Nicht verschwinden! Okay, nochmal ein bisschen hier. Ach, das dürfen wir schaffen. Hier sind ganz schön viele von denen. Aber sie haben auch alle Angst vor uns, ne? Irgendwie scheinen die zu flüchten. Halt die Klappe! Ich habe ja keine Zeit, jemanden zu retten. Erst muss ich meine Mission abschließen. Wenn wir es überhaupt noch schaffen. Ich habe so das Gefühl, als wären wir noch gar nicht mal so gut hierbei, ne? Ah! Sterbt, ihr Teile. Was versuchen die denn alle zu fliehen hier? Was ist das denn? Haben wir auch noch nicht gehabt. Die Monster so vor uns weglaufen. Oh Gott. Haben auch noch einen heftigen davon. Aber selbst den haben wir besiegt. So. Was? Das haben wir die Quest abgeschlossen? Anscheinend. Hat das gereicht? Na gut. Dennoch wollen wir hier noch ein paar besiegen. So, okay. Das war so die erste Mission, die erste Quest, die wir erledigen wollten jetzt. Und die zweite war der Uncle Horn, ne? Für die Priesterin den Uncle Horn besiegen. Wie auch immer die das mit ihrem Gewissen vereinbaren kann, dass wir hier Monster für sie töten sollen. Oh, jetzt sind wir vergiftet. Ich möchte aber mal ganz schön den Metallschleim hier töten. Komm, warte mal, mein Freund. Bleib doch mal stehen. Genau so. Das hilft nämlich auch Teleshia zugleich. Okay, ich würde sagen, wir können jetzt hier direkt uns zurücklulan. Was? Achso, ich kann nicht. Wir sind noch im Kampfe. Wir sind im Kampfe begriffen. Okay. Geh ich mal hier hin und jetzt sind wir aber nicht mehr im Kampfe begriffen. Genau. Das heißt, wir können nach Sebion zurück. Einmal Lula ausgesprochen und zurückgeflattert. Und dann kümmern wir uns noch um den Onkel Horn, oder? Das machen wir noch. Wir versuchen es zumindest. So, haben wir es denn auch wirklich geschafft? Ich gucke nochmal. Jawohl. Sehr gut. Ach, 30 Stück waren es nur. Nicht, ich dachte 35. Aber selbst das hätten wir geschafft. Wir hatten sogar noch ein bisschen Zeit übrig, das ist schön. Und da kriegen wir das Hayabusa-Schwert. Das Turmfalkenschwert. Huch, Moment. Können wir das denn irgendjemanden ausrüsten? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ihm wahrscheinlich nicht, oder? Das klingt eher nach einer Waffe für Teddy, den wir jetzt nicht im Team haben. Aber wir können ja mal durchswitchen. Da, Hayabusa noch kennen. Da gibt's Informationen. Ach nee, ist doch für Dazelle, aber in einer anderen Klasse wahrscheinlich, ne? Na sowas. Nicht schlecht. Können wir nochmal ganz kurz Tereshi hier gucken. Wir haben mir noch gar keine Accessoires angelegt. Jetzt ist die Frage, was rüsten wir hier denn mal aus? Wir haben so viel. Ich könnte jetzt hier natürlich alles einzeln durchgucken, aber das will ich nicht. Ich könnt ihr einfach mal einen Lebensring hier ausrüsten, wo sie bisschen dran wächst. Einen goldenen Ring für Verteidigung. Was nehmen wir denn noch? Was nehmen wir denn noch? Ich weiß es nicht, bin unschlüssig. 3% Chance, dass sie gelegentlich kein Schaden nimmt. Komm, das klingt doch ganz gut für sie, oder? Klingt doch ganz gut. Jetzt können wir nochmal ganz kurz Skills verteilen. Denn da hat sie jetzt ein paar. Und ihr seht das. Wir sind wieder bei 0. Das heißt, sie muss hier ordentlich erstmal reinstarten. Und genau hier hierauf bin ich aus. Sie kann heilen. Und das ist mir wichtig.
Da sehe ich noch nicht, was es ist. Die Heumi ist auch ein Heilzauber. Weil dann könnten wir Tedes ja auf Heilerin trimmen. Und wären dann nicht mehr abhängig von Minea, der Karten-Tussi. Was ich gar nicht so schlecht finde, weil dann könnte man nämlich noch einen anderen Krieger mit ins Team nehmen. Neben Caesar zum Beispiel Hassan oder Teddy oder auch Angelo. Und hier haben wir natürlich die aus den Vorgängern noch. Pizarro wäre natürlich auch Hammer. Aber da schauen wir mal. So, okay. Jetzt geben wir hier natürlich auch noch entsprechend ein paar Zauber, wie hier unsere Heilfertigkeiten. Und jetzt wollen wir nochmal den Onkel Horn besiegen. Und dafür müssen wir gleich ihn... Wo war das denn, diese doofe Ebene? Da, ne? Genau, hier. In das Lavagebiet. Und Onkel Horn war hier dieser Rudi teufelsartige Opa mit dem Bart, ne? Den müssen wir jetzt noch besiegen. Und dann kriegen wir auch noch mehr Slots für unsere Homie Stones, nehme ich mal an. Oder vielleicht auch eine neue Form von Homie Stone. Ich weiß es nicht, wir werden es aber sehen. Okay, okay, oh. Hier erwartet uns gleich so ein Kaventsmann. Also das ist schon richtig fordernd. Mal gleich mal schauen, ob wir dem überhaupt schon antreffen können oder ob wir hier erst durch müssen. Da ist wieder ein Killerpanzer. Aber wir wollen Onkel Horns besiegen. Und ich hoffe natürlich echt, dass die jetzt nicht Tinesia einfach passen, weil da könnte ein Schlag könnte das Ende bedeuten für sie. Wir versuchen das aber zu verhindern. Da ist er doch schon. Sogar zwei. Ohohoho. Dann wollen wir erstmal hier den Killerpanzer besiegen. So, und da ist er schon. Uah, ist er schon tot? Okay. Komm her. Da. Wollen wir ein bisschen Schaden austeilen. Und das funktioniert ganz gut sogar. Komm, dann machen wir jetzt wirklich kurzen Prozess. Und zaubern ihn hier ins Jenseits. Okay, einer ist tot. Und da haben wir tatsächlich gerade diesen Heilkristall eingesammelt. Und somit unsere Quest abgeschlossen. Aber das hindert uns nicht, den zweiten auch noch zu töten. Sein Säckchen einzusammeln und noch so einen Heilkristall zu kriegen. Und das war das, liebe Leute. Ich kehre jetzt noch einmal zurück. Und gebe meine Quest ab. Also alle... im Kanon einmal Lula schreien, zurück sausen und hier ordentlich was schaffen. So. Genau. Ja, ja. So, zack. Gehen wir ab, die Quest. Hören den Jingle und kriegen jetzt hoffentlich eine Erweiterung unserer Homie Stones vielleicht. So, ach nee, der Effekt der Homie Stones wurde verbessert. Das ist ja noch besser fast. Haben wir die denn schon aufgeladen bei ihr? Mal ganz kurz gucken. Die können wir so gar nicht. Ich dachte, dann macht das automatisch. Jedenfalls, Tedeschi ist jetzt auf dem richtigen Pfad. Ich wechsle sie jetzt noch einmal oben, weil wir in der nächsten Folge dann direkt in den Kampf schreiten wollen. Und da ist sie vielleicht ein bisschen zu schwach noch mit Level 10. Stattdessen gehen wir den altbekannten Weg und machen so. Liebe Leute, und in dem Sinne möchte ich mich fürs Zuschauen bei euch bedanken und zugleich auch verabschieden, denn das war's für die Folge. Aber in der nächsten geht's direkt weiter. Also keine Sorge, dann machen wir auch wieder die nächste Hauptstory-Quest. Und bis zum nächsten Mal, bleibt ihr bitte gesund und munter, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.